geehrter Herr Professor Kirschner, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Einladung, hier einmal sprechen zu dürfen und für die einleitenden Worte. Ich stelle einmal unsere Multicenter-Studie vor. Die Frage ist ja, viele haben Erfahrung mit diesem neuen Medizinprodukt gesammelt. Ist Magnesium ein geeignetes Osteosynthesematerial, insbesondere jetzt für die Kahnbein-Osteosynthese? Und diese Frage lässt sich schlussendlich nur mit dem höchsten Evidenzgrad beantworten, mit einer Multicenter randomisiert prospektiven Studie. Und wenn man sich anguckt, warum machen wir das Ganze, und schaut man in die weite Welt, ist natürlich Synthelix nicht der einzige Hersteller von magnesiumbasierten Medizinprodukten, sondern insbesondere aus der Kardiologie, in der Stent-Technologie gibt es als großes Zukunftsfeld für Magnesium dort viel zu tun. Auf der anderen Seite der Welt wird ebenfalls an Magnesiumprodukten geforscht, wie auch hier in Deutschland. Schlussendlich ist aber Magnesix von Synthelix das einzig bei uns zugelassene Medizinprodukt für die Verwendung bei Osteosynthesen. Unsere Studie ist natürlich registriert. Das leitende Studienzentrum bei uns, die Medizinische Hochschule Hannover. Und wir vergleichen Titan versus Magnesiumschrauben bei der Versorgung von Kahnbeinfrakturen. Nur ein paar Daten, auch wenn sie zum Teil etwas langweilig erscheinen. Wie ist unsere Studie aufgebaut? Also es handelt sich um eine Postmarket Clinical Follow-up Studie, also mit bereits zugelassenen Medizinprodukten. Im rechtlichen Rahmen bewegen wir uns deswegen nach dem Medizinproduktgesetz § 23b für alle diejenigen, die sich mit klinischen Studien auskennen. Deklaration nach Helsinki ist klar. Für Studien Spirit Statement sind natürlich nach Good Clinical Practice gearbeitet, den ISO-Normen und E3 Datenbankstandard und leitendes Ethikkomitee in Hannover. Wie gesagt, handelt es sich um eine Multicenter randomisiert kontrollierte Studie. Das Einschlusskriterium allein ist die Skaphoid-Fraktur bereits mit einer Indikation zur Schraubenosteosynthese. Das bedingt auch den Einschluss der einzelnen Frakturtypen A2, B1, 2 und 3. Den einzigen Einfluss, den die Studie nimmt, ist die Randomisierung, und zwar entweder in die Währunggruppe Magnesium oder in die Kontrollgruppe Titan, wobei da alle Hersteller, die Verwendung finden, in Deutschland zugelassen sind. Die Behandlung anschließend nach der Kahnbeinfraktur richtet sich ganz hart an den Empfehlungen der aktuellen AWMF S3-Leitlinie von November 2015 für Kahnbeinfrakturen. Aktuell sind 12 Studienzentren in Deutschland am Einschließen. Jetzt, ich habe hier geschrieben 12+, weil noch einige mehr in Arbeit sind. Und wir hoffen, dass wir so auf um die 20 kommen, bis die Studie dann auch seinen Abschluss gefunden hat. 188 Patienten sollen eingeschlossen werden. Für jeden Patienten gibt es ein Jahr Follow-up. Es gibt drei primäre Endpunkte für diese Studie, um allen Diskussionen hinterher aus dem Weg zu gehen. Das eine ist die Fallzahlplanung, muss man an irgendwas festmachen. Hier haben wir uns entschieden für den Patient-Rated Risk Evaluation Score. Der ist nicht ganz so bekannt wie zum Beispiel der DASH-Score, aber hat höhere Gütekriterien, die eine genauere Fallzahlplanung ermöglichen. Dann gibt es den Safety-Event, also der Knochen soll heilen, es soll keine Komplikationen geben, keine Reoperation notwendig sein, etc. Und die Artefaktbildung in der Bildgebung. Da wurde heute noch nicht ganz so viel drauf eingegangen. Das war eine Zitierung. Wir konnten ja mal nachweisen, dass Magnesium weniger Artefakte in der Bildgebung macht, sowohl im Röntgen, als auch im CT, als auch im MRT und dadurch auch die Beurteilung der Frakturheilung erleichtert. Es gibt noch einige sekundäre Endpunkte in der Studie, bekannt der DASH-Score als subjektiver Score auch des Patienten und um das Ganze zu objektivieren, auch den Grimmer-Wrist-Score, also den modifizierten Mayo-Wrist-Score, natürlich Evidenz der Knochenheilung, bis wann der Knochen geheilt ist und auch, ob ab dem 6. Monat eine Heilung stattfand, Time Return to Work and to Daily Activities und ein
modernen Lebensqualitäts-Score, Eurocall, der nicht speziell für die Handchirurgie ist, sondern für die allgemeine Lebensqualität. Für Interessierte, die sich näher über die Studie informieren wollen, das Studienprotokoll selbst ist jetzt veröffentlicht. BMC für Muskuloskeletal Disorders ist Open Access, also für alle verfügbar, einsehbar. Und noch ganz kurz, der aktuelle Stand der Studie ist, das ist mittlerweile nicht mehr aktuell, sind jetzt 20 Patienten, die eingeschlossen sind. Und wir hoffen dann, die ersten Ergebnisse spätestens übernächstes Jahr aus der Studie präsentieren zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen an Herrn Könnecker. Die Studie ist so schön, es gibt keine Fragen. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen zu den übrigen drei Vorträgen und zu Herrn Könnecker? Zur Fußchirurgie, zum Knie, zur Handchirurgie, zur Technologie? Also Wundheilungsstörungen gab es und es gab auch, wie man in der Studie nachlesen kann, einen Infekt. Ob das jetzt an der Schraube lag, weil es gab auf der Titanseite auch Wundheilungsstörungen, Infekt, kann ich Ihnen nicht sagen. Die Schraube ist drin geblieben, es wurde eine Kette eingelegt. Die wurde nochmal gewechselt und dann sukzessive gezogen. Und darunter ist es zu einer sekundären Wundheilung gekommen. Also im Grunde gibt es keinen Unterschied jetzt mal in der Literatur, wenn wir die 20 Publikationen angucken zwischen Magnesium und anderen Werkstoffen als Implantate, gibt es keine statistisch signifikanten Unterschiede, was Wundheilungsstörungen oder Infektionen angeht. Und ich kann über Einzelfälle berichten, aber die passieren natürlich bei Titanimplantaten auch. Neulich ist ein Patient operiert worden mit einer Elmsley-Operation, sind zwei von unseren Schrauben verwendet worden. Der hat am Anfang nach 5 Tagen schon eine Rötung gehabt, aber unsere Implantate werden steril geliefert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Infektion ist, die im Rahmen des Operationsfeldes irgendwo okuliert wurde beim Operieren, ist ja die wahrscheinlichste. Aus Spanien habe ich einen Fall gehabt, da waren Keime drin, die kommen nur auf medizinischen Geräten und an Deckenleuchten und in der Lüftung vor. Also da ist evident, dass das nicht von den Implantaten kommt. Das ist ja beim Titan ähnlich. Also die meisten Infektionen treten ja ohnehin auf, weil sich der Operateur nicht gewaschen hat und mit nackten Händen operiert. Das war ein Scherz. Gut. Aber das hat mit dem Implantat nichts zu tun. Herr Seide. Also wir entfernen die Schraube natürlich gut wie nie, wenn sie komplett intraossär liegen. Das ist ja auch der Sinn dieser speziellen Schraube. In Fällen, wo es einen Überstand ins Gelenk gibt, nach Radiokarpal oder zum Trapezium hin, wo Patienten Beschwerden haben, muss man natürlich so eine Schraube dann schon anbieten, den Patienten zu entfernen, das ist klar. Wie oft sowas vorkommt, darüber gibt es keine Zahlen. Ich habe lange Literaturrecherche betrieben. Es gibt Vermutungen, dass auch Kompressionsschrauben in bis zu 10% der Fälle entfernt werden.
Da hast du sicherlich recht, es betrifft ja nicht die Vorfußchirurgie. Also in der Vorfußchirurgie ist der Vorteil für Revisionsoperationen und dann machen wir die Schrauben auch aus Titan nicht raus, das ist ganz klar. Aber wenn man die Bilder ganz eindrücklich gesehen hat von Herrn Mannegold bei Flake Fractures, osteochondralen Läsionen, Innenknöchelfrakturen oder wenn Sie zum Sprunggelenk durch die Außenknöchel, Innenknöchelosteotomie, wenn Sie die wieder versorgen, da ist es, finde ich, schon ein erheblicher Punkt. Und gerade auch in der Handchirurgie, wenn man Radiusfrakturen, wenn man jetzt die Prozesse Stylidis-Frakturen refixiert mit Doppelgewindeschrauben oder auch mit Kopfschrauben, ist es schon ein Unterschied. Jeder, der Handchirurgie betreibt, der weiß, dass die Weichteilreaktion an den Sehnen, auch wenn es nur 5 kleine Titanschräubchen sind, die sind nicht unerheblich. Und die sieht man, würde ich sagen, im postoperativen Verlauf, wenn man frühzeitig, frühfunktionell nachbehandelt, deutlich weniger. Es gibt deutlich weniger Verklebung der Strukturen. Und da würde ich schon sagen, ist es ein großer Vorteil. In der reinen Vorfußchirurgie, gebe ich dir vollkommen recht, da zählt dieses Argument überhaupt nicht. Vielleicht noch ergänzendes Argument zählt natürlich insoweit, als der Trend auch bei Befragungen dazu hingeht, dass Patienten sagen, sie wollen kein Implantat im Körper haben. Also Fremdmaterial ist ein Patientenkomfort. Und sie brauchen dazu ja nicht nach China zu gehen, nach Indien zu gehen, wo die Leute sagen, also sie möchten nicht mit einer Prothese beerdigt werden. Ja? Aber das ist ein Trend, der ist zu verzeichnen, das wissen wir. Wir haben selber mal unter 2000 Patienten so eine Umfrage gemacht, spaßeshalber, um mal zu gucken, so wie ist das in der Bevölkerung. Und da ist der deutliche Trend dazu, wenn schon nicht der Vorteil der Materialentfernung, dann wenigstens kein Material im Körper. Zahlen zum Vorfuß gibt es natürlich doch. Also Materialentfernung, soweit ich informiert bin nach Literaturrecherche, ungefähr bei 8%. Das ist natürlich extrem niedrig. Bei Kindern 80%, die Wahrheit liegt dazwischen. Eine Anekdote noch dazu. Der Hauptgrund, warum Patienten sich nicht in unsere Multicenter-Studie einschließen lassen wollen, ist, dass die auf die Magnesiumschraube, weil es halt resorbierbar ist, halt für den Nicht-Mediziner schon einen Grund darstellt, sich eine Magnesiumschraube implantieren zu lassen. Ich hätte noch eine Frage zur Nachbehandlung. Adaptieren Sie Ihre Nachbehandlung an diese Schraube? Weil die Elysezone, oder Sie sagen Radiolumineszenz, tritt ungefähr in der 4. bis 6. Woche auf. Ändern Sie Ihre Nachbehandlung? In keinster Weise. Sie tritt sogar früher auf, also die Gasbildung sieht man sehr früh und die Umgebungsphänomene um die Schraube sieht man auch nach 2-3 Wochen. Die Nachbehandlung ist genau gleich wie bei Titan, zumindest im Vorfußbereich. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Und in der Kniechirurgie? Da muss ich das weitergeben an Herrn Reppenhagen. Wie verändert sich die Nachbehandlung unter Nutzung von Magnesium bei den Knien? Bei uns haben wir keine Änderung in dem Nachbehandlungsregime. Und eine kleine Frage habe ich noch. Sie haben gesagt, bei dieser diabetischen Patientin haben Sie die Schraube mit einem scharfen Löffel herausgeholt. Ja. Das heißt, Sie haben da einen Kanal gespürt. Nee, ich habe es mit dem Löffel nach unten durchgedrückt. Ach so. Okay. So, ich kriege den Hinweis vom Veranstalter, dass wir leider schließen müssen. Ich würde gerne noch weitermachen. Ich bedanke mich jedenfalls für Ihr Interesse und die Redner sind jetzt auch noch am Stand, um Ihre Fragen zu beantworten. Applaus